Ja, herzlich willkommen zu des Templates Heiliger Gral. Mein Name ist Alexander Schmidt und ja, freut mich, dass jeder einzelne von euch hier so zahlreich erschienen ist. Unter Twitter bin ich unter Blocker Schmidt zu erreichen. Dort werde ich alles, was hier zu dem Vortrag dazugehört, dann auch tweeten. Und ja, kurz zu mir. Ich bin Webentwickler seit knapp einem halben Jahr bei Hirsch & Partner, die auch die Räume für Pizza, Bugs und Pfannen zur Verfügung stellen. Habe mich vor 10 Jahren selbstständig gemacht gehabt, war 10 Jahre halt auch selbstständig, vor 11 Jahren. Und probiere mich jetzt quasi in einer Festanstellung und da geht es mir eigentlich recht gut. Ich bin mit Mambo zu Joomla gekommen, also seit 10 Jahren beschäftige ich mich mit Templates, da bin ich ziemlich schnell hingekommen, weil klar, jedes CMS hat ja die Einteilung oder die Aufteilung Content vom Layout trennen und da bin ich ziemlich schnell dann zum Layout gekommen und ja, war ziemlich begeistert von der Template Engine. Ja, hatte viele erstaunliche Momente, im Guten wie auch im Bösen bei Joomla. Also erstmal, wow, was geht denn da und wow, was ist denn das für, was ist denn da jetzt gerade drin? Und so bin ich sehr emotional verbunden mit Joomla. Und ja, ich möchte jetzt gerne was über Templaten erzählen und im Speziellen darüber, wie man denn ein Template performanter macht. Das Template Heiliger Gral habe ich damit zusammengefasst, dass es Ziel ist, ein einziges CSS und ein einziges JavaScript zu laden. Also sprich, früher war das eigentlich mehr so ein Leuchtturm in der Template-Entwicklung. Das heißt, wir wussten, es gibt ein CSS, das wir in den Head laden, ein JavaScript, was wir auch brauchen. Und der beste Fall wäre quasi ein einziges CSS und ein einziges JavaScript. Aber wie gesagt, es war nur ein Leuchtturm, wo man hinsteuern könnte. So richtig erreicht hat man es nicht. Mit Node.js und mit Gulp kommt man jetzt dazu. Und das möchte ich euch zeigen, wie ihr es mit egal welchem Template hinbekommt, dass es nur noch ein einziges CSS geladen wird oder ein einziges JavaScript und ein einziges JavaScript. Also es ist unabhängig vom Templaten selbst. Und ja, warum machen wir das Ganze? Wieso wollen wir nur ein einziges CSS und ein einziges JavaScript laden? Ganz klar, Ruhm und Ehre. Wir wollen die Ersten sein, die das machen und wollen der Welt zeigen, ja, guck mal her, was ich kann. Ja, das ist natürlich Quatsch. Aber irgendwie musste ich den Indianer Jones mit reinbringen mit dem Heiligen Gral. Und deshalb, ja. Also die eigentliche Sache ist Performance. Wenn eine Webseite aufgesetzt ist, ihr habt den Content, den Inhalt aufgebaut, habt ein Template gewählt und das Layout sieht auch gut aus, dann kommt als letzter Step immer die Performance. Das heißt, ja, es sieht alles schön aus, der Kunde ist zufrieden, aber das lädt brutal langsam, ja, die Seite, wenn man die aufmacht. Und ja, schuld daran sind halt viele einzelne Faktoren. Und im Template selber sind es die HTTP-Requests, die eben eine Seite lahmlegen. Wir versuchen hier dadurch, dass wir alles in eine einzige CSS-Datei packen und alles in ein einziges JavaScript, eben weniger HTTP-Requests zu erzeugen. HTTP-Requests ist klar. Also immer, wenn ich eine Datei aufrufe, wenn ich eine Webseite besuche, also Bilder, CSS-Dateien, JavaScript-Dateien, findet ein HTTP-Request statt. Also ich frage was an und kriege was zurück und immer diese Frage-Antwort-Reihe ist halt, geht halt auf die Performance und deshalb versuchen wir das zu verringern. Geringere Dateigrößen werden natürlich dann auch zu schnelleren Ladezeiten führen und schnelleren Seitenaufbau bekommen wir hin, wenn wir zum Beispiel alle JavaScripte aus dem Head rausnehmen und vor dem schließenden Body-Tag platzieren. So ist der Aufbau ein anderer, aber die CSS-Dateien werden als erstes geladen und somit auch mein Template, mein Layout. Okay, wie sieht das Ganze im Code aus? So ist das quasi angedacht, das ist das Template Heiliger Gral, so habe ich es genannt. Ich habe hier einen Style-Sheet, der wird im Head geladen und vor dem schließenden Body-Tag habe ich hier ein JavaScript. Und dahin will ich kommen und ja, das Ganze ist ein pragmatischer Ansatz. Also das ist jetzt so, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr ein Template vor euch habt
und eben es dazu bringen wollt, dass nur noch eine CSS-Datei und eine Java, und ein JavaScript geladen wird. Also das ist der beste Fall. Und wenn ich jetzt mal einen Joomla aufmache, Beispielinhalte geinstalliert habe und mir den Quelltext angucke, sieht das Ganze so aus. Das ist, ja, es ist schon nicht schlecht. Ne? Also das ist Protostar, was ich hier verwendet habe, mit Beispielinhalten. Und ich habe hier nur eine einzige CSS-Datei. Das ist schon ziemlich gut. Und das kriegt ihr auch mit, wenn ihr Joomla installiert habt mit dem Protostar-Template. Das ist schon nicht schlecht, also schon performant. Aber hier habe ich natürlich eine Reihe von JavaScript-Dateien, alle im Head geladen. Das ist ja, weniger günstig. Und da kann ich auf jeden Fall dran gehen und versuchen, das alles zusammenzubringen. Und hier, ja, wenn man in die Template, in die CSS-Datei reinguckt, dann sieht man auch, da ist alles schön fein gegliedert, untereinander geschrieben. Da wäre es natürlich auch nett, wenn man das minimieren könnte, die CSS-Datei, damit die schneller geladen wird. Also hier ist auf jeden Fall Performance. Ja, kann man noch was rausholen an Performance? Und das wollen wir auch machen. Und unsere Werkzeuge dazu, um das herzustellen, ist einmal Node.js, das Terminal oder Eingabeaufforderung oder Konsole, je nachdem, welches Betriebssystem ihr nennt, hat das einen anderen Namen. Gulp als ja, Package Manager, was unter Node.js läuft und halt ein Editor, da hat jeder ja sein Favorite. Ich arbeite zum Beispiel mit Sublime Text, andere mit PHP Storm, andere nur mit Notepad oder Notepad++. Das ist dann jedem selbst überlassen. Aber was wir brauchen, ist eben Node.js und Gulp. Die anderen zwei Sachen, die sind schon meistens vorhanden auf dem Betriebssystem. Okay, unsere Entwicklungsumgebung ist Localhost. Ich weiß nicht, wie ihr entwickelt. Ich war früher immer Localhost, also habe immer auf meiner Maschine meine Sachen kodiert und habe die dann per FTP hochgeladen auf den Server. Alles gut. Und dann ging irgendwo, wurden die Editor intelligenter, sage ich mal. Man konnte jetzt direkt auf dem FTP-Server sich einloggen. Wenn man eine Datei geöffnet hat, wurde hier runtergeladen, habe ich eine Datei gespeichert, wurde die automatisch hochgeladen. Hier mit dieser, mit Node.js und mit Gulp kommt ihr wieder zurück auf Localhost, also ihr werdet quasi auf eurer Maschine arbeiten, es sei denn, ihr habt einen Root-Server, wo ihr Node.js installieren könnt, das wird aber bei den wenigsten der Fall sein. Okay, bei einem. Aber ich kenne zum Beispiel keinen Hosting-Anbieter, der Managed-Server anbietet mit Node.js installiert. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Aber wir haben ja hier ein paar Ansprechpartner, da können wir ja vielleicht mal mit denen sprechen. Okay, Node.js.org ist die eigentliche Seite, um Node.js zu installieren. Das ist ein Webserver, wenn ihr so wollt, auf JavaScript basierend. Ja. Also ihr könnt dann mit JavaScript eben eure Webseiten erstellen. Das ist ziemlich... ja, es ist so eine kleine Revolution, Node.js, weil JavaScript ja eigentlich clientseitig ausgeführt wird. Also ihr öffnet einen Browser und dann ist in dem Browser JavaScript, was ausgeführt wird. Mit Node.js ist es so, dass das JavaScript auf dem Server ausgeführt wird. Und das findet dann ungefähr 10-mal schneller statt als eben im Browser bei dem Client selber. Gibt es für Linux, Mac und Windows. Terminal ist quasi... Das ist eine Eingabeaufforderung, das findet ihr ja, als Eingabeaufforderung bei Windows zum Beispiel oder Terminal bei Linux. Beim Mac heißt es, glaube ich, Konsole. Und im Allgemeinen sieht das so aus, dass es eigentlich nur ein leeres Fenster. Ihr habt einen Cursor, der blinkt und ihr könnt da was eingeben. Was kann man da eingeben? Zum Beispiel, who am I? Wer bin ich? Ja? Gebe ich da ein, kriege ich was raus? Und das ist hier, du bist der User. User. Ich habe es meiner Frau vorgetragen, habe die Präsentation, die hat Loser verstanden. Joomla. Okay, was kann ich noch eingeben in dem Terminal? Ping, joomla.de. Bekomme ich hier zum Beispiel Antworten. Da kann ich sehen, wie gesund ist mein Netzwerk. Also 30 Millisekunden, das ist okay. Also mit Terminal kann man Kommandos eingeben. Das ist ein reines Fenster und ein Kommando ist zum Beispiel das. Kennt das jemand? Das wenn ich das im Terminal eingebe, ist das hier eine Funktion, die sich selbst aufruft und das zweimal bei jedem Aufruf. Also exponentiell geht das nach oben.
Und das macht das so lange, bis die Systemressourcen komplett lahmgelegt sind. Nennt man Forkbomb. Und das ist böse. Solltet ihr also nicht probieren, deshalb habe ich da auch keinen Screenshot gemacht. Okay, wollen wir weitergehen. Galb. Galbjs.com, dort findet ihr die Seite von Galb, ist ein Package Manager. Ja. Mit Galb wollen wir eben, also Node.js verwenden wir als Server und mit Galb wollen wir dann die ganzen Tasks erledigen, um eben CSS zusammenzubringen und JavaScript zusammenzubringen. Ihr könnt es selber da gar nicht runterladen. Das wird anders installiert, nämlich über das Node.js. Also über das Terminal, ihr öffnet ein Terminal, habt Node.js installiert. Installation von Node.js ist denkbar einfach. Einfach runterladen und installieren. Und danach öffnet ihr ein Terminal und könnt mit npm install -g galb installieren. Was macht ihr da? npm, das ist der Node.js Package Manager. Das ist einfach ein Package Manager von Node.js und darüber kann man eben andere Software nachinstallieren. Install sagt es ja schon und -g ist einfach nur ein Schalter, um es global zu installieren. Man kann Sachen lokal in einem Ordner installieren oder global installieren. Wir wollen Galb ja vielleicht auch für andere Projekte nutzen. Daher installieren wir das einmal global. Okay, zur Erinnerung, wir sind immer noch localhost. Und wenn ich im Terminal drinne bin, kann ich da auch direkt in mein Frontend reingehen. CD, das ist ein Befehl auch im Terminal. Change Directory und dann gebe ich den Pfad an, wo ich hin will. Ziemlich lang hier. So sieht es aus bei Linux und Macs und hier unten bei Windows. Und wenn ich dann da bin in dem Template-Ordner, gilt es quasi, vier neue Dateien zu erstellen. Ich mache es immer so, dass ich einen Bild-Ordner erstelle, in den ich App.js und Style.css reinpacke. Dann erstelle ich im Template-Root-Verzeichnis selber, also da, wo die Index.php auch liegt, Galb-File.js und Package.json. Die App.js soll hinterher, also das legt ihr quasi an und sind komplett leere Dateien. Die App.js, da soll hinterher alle JavaScripte reinkommen. In die Style.css soll alle Style-Sheets reinkommen. Was ich brauche, um das eben zu bewerkstelligen, ist Galb. Und Galb selber, die ganzen Tasks, die ich dazu verwende, das schreibe ich hier als JavaScript eben in diese Datei. Package.json ist einfach nur ein JSON, also ein JavaScript-Objektnotation, so nennt sich das. Das ist einfach nur eine Auflistung, was für Plugins ich denn verwende. Und Galb nutze ich mit verschiedenen Plugins, um eben das Ziel des Heiligen Grals zu erreichen. Okay, also wenn ich die vier Dateien erzeugt habe, sind alles leere Dateien, kann ich mit dem Texteditor machen, ist kein Problem. Gilt es quasi jetzt, alle CSS-Dateien zu finden und alle JS-Dateien zu finden, die zum Template gehören. Kennt jemand das Bild? Das ist von dem Film Top Secret, ich glaube 84 gedreht. Das Lustige ist, der nimmt die Lupe dann weg und das Auge bleibt noch weiterhin so groß. Ich fand es so klasse, das Bild, da habe ich gedacht, das nehme ich. Ich hatte erst einen Sherlock Holmes, aber gut. Das ist sozusagen jetzt die Aufgabe des Template-Entwicklers, alle CSS-Dateien, alle JavaScript-Dateien zu finden. Ja, wo finde ich die? Ganz einfach im Quelltext, rechter Mausklick, kennt jeder. Das, was wir eben ja schon gesehen haben, was die Standardinstallation war von Joomla, das könnt ihr einfach mit jedem Browser machen und dort findet ihr den Quelltext. Und lauter machen? Ich kann nur lauter reden. Ja. Okay. Weil machen, ist, ich habe ja kein Mikro. Oder so. Also das schon, aber das ist ja nicht hier Beschallt. Ja. Okay, ich versuche jetzt etwas lauter zu reden, damit der Hagen mich auch da hinten hören kann. Okay, der Quelltext ist jedem klar. Den finde ich im Browser selber. Und das Schöne ist bei Joomla, ich muss nur im Head gucken, dort sind eigentlich alle Dateien. Wenn denn jeder auch das Joomla Framework so verwendet, dass die Dateien dort landen. Ja. Und dann ist eigentlich der eigentliche Clou, wenn ich gesehen habe, okay, die sind da im Quelltext, im Head-Datei, wo finde ich denn jetzt die Sachen in meinem Template? Und das ist
das ist so die hohe Kunst, da braucht man so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich sehe, das Bootstrap-Framework ist geladen. Wo finde ich das denn jetzt im Template? Ja. Und da ist meine erste Anlaufstelle, die Index.php. Es ist ja, da kommen alle Dateien zusammen. Da gucke ich als erstes rein, wie ist denn das Template aufgebaut? Das könnt ihr mit jedem Template machen. Und manchmal findet man sogar direkt schon dort die Anweisungen, wie das Bootstrap-Framework geladen wird, jQuery geladen wird oder auch andere Dateien. Man kann auch in der Logic.php gucken, zum Beispiel im Blank-Template, das kann ich euch empfehlen. Da findet ihr auch die Logik drin zum Template oder eben in Overrides. Und das ist, ja, das ist eben so, wie soll ich sagen, ja, da braucht man vielleicht ein bisschen Erfahrung oder muss man einfach das Template auch mal angucken und einfach mal sagen, was ist dann da jetzt alles verwendet worden in meiner Joomla-Seite. Also ich verwende zum Beispiel ein Login oder eine Suche oder was für Komponenten verwende ich denn? Und je nachdem, welche Komponenten ich verwende, muss ich in den Overrides gucken, beziehungsweise ich muss erstmal einen Override erstellen. Gibt es nachher auch einen super Vortrag zu Overrides, JOver, kann ich nur empfehlen, heute Nachmittag. Und da gilt es sozusagen, die Overrides zu erkennen oder die zu erstellen von den Erweiterungen, die ich verwende. Und dann ist es natürlich noch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hier kommen wir dann langsam so in die Joomla-Hölle. Wenn ihr ein Template nutzt, was sich nicht an Overrides oder irgendwas hält und das JavaScript und CSS irgendwo reinbringt, nicht über das Framework, dann habt ihr natürlich ein Problem. Ja? Ihr habt das falsche Template genutzt. Also dann müsst ihr eben gucken, wie kriege ich das da raus? Und das ist dann vielleicht hardcodiert oder ja, je nachdem. Also da ist es eben an mehreren Baustellen, muss man da gucken. Und wie finde ich da die einzelnen Dateien? Das ist wirklich, ja, da muss man mehr gucken, mehr nachdenken, als dass man wirklich codiert. Okay, dann gibt es Snippets, also Codefetzen, um eben Dateien herauszunehmen. Das ist jetzt ja nur eine Zeile, die mir das ganze Dokument lädt in eine Variable, das ist PHP. Das schreibt ihr in eure Index.php oder in die Logic.php. Und mit der $doc-Variable habt ihr dann die Möglichkeit, mit unset quasi hier die JavaScript-Dateien rauszunehmen. Also, ihr guckt in den Quelltext, ihr öffnet eure Seite, rechte Mausklick und ich sehe hier Media, was ich, das Bootstrap Min.js ist geladen. Ja, dann gehe ich quasi meine Index.php, habe meine $doc-Variable im PHP-Bereich und schreibe das dann da rein und gehe dann wieder in meinen Quelltext, klicke auf F5 und sehe da, Bootstrap Min.js ist weg. Super. Ich will ja alles rauskriegen. Alle JavaScript-Dateien und alle CSS-Dateien sollen raus und meine App.js und meine Style.css dann rein. Also dieses Snippet ist super, um eben Dateien rauszunehmen, was für JS, also JavaScript gilt, gilt auch für Cascading Style Sheets, außer dass sich das hier geändert hat, diese Funktion Aufruf. Also Unset, Style Sheets und so bekomme ich CSS-Dateien raus. Also die zwei Code-Snippets, die ihr braucht, um eben die Dateien rauszuholen aus dem Template. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn sie über das Joomla-Framework reingeladen wurde. Wenn natürlich jetzt unter dem JDoc include head Befehl unten ein JavaScript drin steht oder ein CSS-Datei, die kriegt er ja so nicht raus. Die müsst ihr dann eben hardcodiert rausnehmen, weil sie hardcodiert reingekommen sind. Gut, es gibt auch noch Snippets zum Hinzufügen. Also, man kann dank Joomla nicht nur JavaScript rausholen, man kann sie auch reinbringen. Und so bringt ihr quasi die einzelne JavaScript-Datei rein. Aber Moment, wir haben ja eben ganz am Anfang gesehen, dass das JavaScript am besten unter dem schließenden Bodytag platziert ist. Und Joomla selber hat mir aber keinen Befehl, um über das Framework irgendwas unten zu platzieren. Alles, was ich so reinbringe, kommt in den Head. Und in den Head will ich aber gar kein JavaScript haben. Also muss ich einen anderen Weg gehen. Ja, jetzt muss ich selbst hardcodieren. Das ist simples HTML, wie ich eben eine JavaScript-Datei einbinde. Und nur so bekomme ich JavaScript wirklich vor dem schließenden Bodytag. Es gibt da keine andere Möglichkeit. Das müsst ihr dann einfach mal so hinnehmen. Gut, aber die CSS-Datei, die kann ich über das Framework laden. Und so lade ich
quasi mein einziges Stylesheet. Super. Jetzt gilt es quasi, Dateien zusammenzubringen. Ich habe im Quelltext geguckt, wo sind meine ganzen Dateien, habe die alle rausgeschmissen. Jetzt habe ich meine App.js geladen, meine Style.css geladen, aber die sind ja alle noch leer. Da ist noch gar nichts drin. Und deshalb muss ich die jetzt versuchen, reinzugehen. So, moin moin, ich gehe mal gulpen. Es gibt die gulp-file.js, die dann verantwortlich dafür ist, dass meine CSS geschrieben wird und mein JS geschrieben wird. Und es gibt die Datei package.json, die sind auch im Template-Root-Verzeichnis. Die ist dafür verantwortlich, oder da schreibe ich meine ganzen Abhängigkeiten rein, um später eben nachzuvollziehen, welche Plugins brauche ich. Die package.json fange ich so an. Ihr seht, das ist ein, ist ja wie XML. JSON ist aufgebaut nach einem bestimmten Prinzip, wie ich eben Keys und Values definiere. Also ich habe hier einen Namen, den nenne ich hier mal Heiliger Gral. Ich habe eine Versionsnummer, habe ich hier mit 1 gestartet. Da könnt ihr ja wie bei Joomla selbst auch Major, Minor und Patch-Versionen verwenden. Private habe ich hier auf True gestellt, einfach aus dem simplen Grund, weil ich die Warnungen im Terminal selber nicht mag. Und damit ich keine Warnungen ausgegeben bekomme, setze ich hier Private auf True und so bekomme ich nur Error-Dateien, Error-Warnungen und nicht einfach irgendwelche Hinweise. Gut, das schreibe ich in meinen Package.json. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Ich will Gulp nutzen, beziehungsweise Gulp-Plugins. Einmal das Uglify, einmal das Minify-CSS, Concat und Notify. Was machen die Plugins? Uglify ist dazu da, JavaScript-Dateien zusammenzubringen, zu minimieren und ja wirklich hässlich zu machen. Also Uglify, das stimmt schon, weil nämlich Variablennamen auch gekürzt werden. Also wenn ich eine Variablenname nutze in JavaScript, was ich, Variable 1, dann ist nach diesem Uglify-Prozess steht da nur noch var a zum Beispiel. Dann geht das durch a, b, c, d, e. Und ich kann dann hinterher nicht mehr debuggen, ich kann auch nicht mehr gucken, wo sind meine Fehler, weil die, ich kann die Variablen ja gar nicht mehr zuordnen. Ich habe ja Variablen gewählt in meinem JavaScript, sofern ich die denn geschrieben habe, aus bestimmtem Grund. Aber Uglify ist eben ein Plugin, was ja, das JavaScript so gering wie möglich zusammenbringt. Und sollte man ganz zum Schluss dann eben nutzen. Minify CSS macht das Gleiche in CSS. Ich minimiere CSS, aber da werden die Variablen nicht verändert. Ist ja klar, weil wenn ich jetzt eine ID habe und eine Klasse und ich verändere die, dann funktioniert mein Template nicht mehr. Concat ist einfach nur dazu da, um mehrere Dateien in eine Datei zusammenzubringen. Und Notify letztendlich will ich, wenn das Ganze passiert ist, auch einen Hinweis bekommen, dass es passiert ist, also dass der Task erledigt wurde. So installiere ich dann meine ganzen Plugins über das Terminal, über den Node.js Package Manager. Ihr habt ja eben schon gesehen, npm install -g-gulp. So auf diese gleiche Art und Weise installiere ich auch meine Plugins. Das -g lasse ich weg, weil die Plugins sind projektbezogen. Die verwende ich wahrscheinlich nicht global. Das --save schreibe ich dahinter, aus dem Grunde, dass dieses Plugin dann referenziert wird in der Package.json. Also die Package.json wird geschrieben, dass da eine Abhängigkeit besteht, und zwar Gulp Uglify wird für dieses Projekt genutzt. Also ich gebe diesen Befehl ein. In dem Moment wird das Package.json aufgemacht. Es passiert alles im Hintergrund. Die Abhängigkeit wird erklärt. Diese Plugins werden gebraucht für dieses Projekt. Und das mache ich dann mit dem Schalter --save. So sieht das dann aus. Diese Pünktchen, das war Name, Version und Private. Und das schreibt mir dann automatisch eben der Befehl --save, dass diese Abhängigkeiten hier stattfinden. Nun, warum brauche ich das? Warum will ich die Package.json haben? Das kommt daher, dass vielleicht andere an dem Projekt auch arbeiten. Also, ich arbeite ja meistens nicht alleine an irgendwelche Projekte, sondern mit jemandem zusammen über Git oder andere Systeme. Und wenn ich dann diese ganzen Plugins installiert habe, dann kann ich das so zur Verfügung stellen mit dem Package.json, dass der Mitarbeiter mit npm install dieses ganze Projekt
einfach aufsetzen kann. Also er gibt bei sich selber im Terminal nur npm install ein, also nicht install gulp oder die ganzen Plugins, sondern nur npm install. Dieser Befehl guckt quasi in dem Package.json, welche Plugins werden denn hier verwendet und installiert das alles für mich. Und das ist dann eine sehr einfache, saubere Sache, um eben ein Template wiederzuverwenden bzw. aufzusetzen, lokal aufzusetzen. Das ist der einzige Grund, warum ich ein Package.json überhaupt mit reinnehme, eben um das npm-install anzusprechen und somit ganz easy peasy ein Template aufzusetzen. Okay, dann ist es, geht es jetzt wirklich ans Technische. Das war ja alles noch einfach, Getippe im Terminal. Aber jetzt öffne ich die gulp-file.js, die JavaScript-Datei, in meinem Editor. Und hier seht ihr, das ist JavaScript. Also Variablen werden in JavaScript so definiert, dass ich var schreibe, einen Variablennamen definiere und hier referenziere ich einfach nur, dass dieses Plugin gebraucht wird. Ja, also einmal gulp selber als Package Manager oder Package Automat, wie man es auch nennen will, und dann eben diese ganzen Plugins, die ich eben schon installiert habe. Das schreibe ich in meine gulp-file.js und über diese Variablen kann ich dann darauf zugreifen, auf diese Plugins. Wie funktioniert das? Das funktioniert mit sogenannten Tasks. Ich muss einen Task schreiben, also kurz Vorüberlegung. Ich muss ja, was muss ich machen? Ich habe jetzt alle CSS-Dateien rausgeholt, die muss ich ja alle wieder reinbringen. Oder ich habe alle JS-Dateien rausgeholt, die muss ich alle wieder reinbringen. Was mache ich dann damit? Ich nehme die zusammen und minimiere die. Dann sollen die in eine Datei gepackt werden und zum Schluss soll ich noch eine Nachricht bekommen, hey, das ist alles auch passiert. Und dann sieht mein Task so aus. Das ist ein Gulp-Task, das ist Technik, das ist cool. Ich habe hier mit Gulp einen Task definiert, der mir hier was zurückbringt. Ja, ich nenne das den Task selber Mini.js und dann kommt hier eine Funktion. Es gibt mir das quasi zurück und zwar geht das hier los, bis hierhin, also das Ganze wird zurückgegeben. Was passiert da? Ich referenziere die Quellen, also die ganzen JavaScript-Dateien, die ich eben mühselig rausgeholt habe, die packe ich jetzt hier rein. Sage, hier, mach mir das mal schön hässlich. Bringe mir das alles zusammen in eine einzige Datei, app.js, und zwar in dem Zielordner Build. Ja, da befindet sich die Datei, schreibt mir das alles da rein. Und dann zum Schluss sagt mir, hey, app.js ist erstellt. Das heißt also, ich kann dann den Terminal öffnen, kann diese Funktion einfach nur Mini.js aufrufen und dann passiert das Ganze. Der Automat wird angestoßen und führt diesen Task dann aus. Das Gleiche gilt dann auch für CSS. Sieht genauso aus, außer dass statt Uglify hier Minify CSS steht eben CSS-spezifisch. Ansonsten habe ich hier halt meine Dateiname, meinen Bildordner und auch hier wieder meine Nachricht, hey, Style CSS wurde erstellt. Und so kann ich dann im Terminal eben die einzelnen Tasks durchführen lassen. Ich öffne mein Terminal, gebe gulp mini.js ein und bekomme dann einen oben rechts, kennt ihr ja diese Notifikationen mittlerweile, bei den einzelnen Betriebssystemen, habt ihr bei Akiba Backup oder bei Clip. Und da kriege ich auch eine Notifikation, dass eben mein Task erfolgreich durchgeführt wurde. Und das mache ich dann auch mit mini.css. Und so bin ich quasi dem Ziel nahe gekommen und habe quasi das erreicht, was ich erreichen wollte. Eine einzige CSS-Datei und eine einzige JS-Datei. Es ist möglich, ja? Und das mit jedem Template, wenn es gut kodiert ist. Das Ganze habe ich mal gemacht. Ich habe dann einfach jetzt einen Protos da aufgesetzt, Beispielinhalt reingejagt. So sieht das Ganze vorher aus. Danach so. Klar, Performance ist immer unter der Haube, also der beste Fall, wenn das so aussieht. Ja, es ist also alles gut gelaufen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir das angeguckt und habe gemeint, was ist denn hier, was wird denn hier verwendet? Ja, da habe ich hier eine Suche, weiter unten war noch ein Login-Feld und die Breadcrumbs ganz unten, die ich immer oben suche, ist bei Protostar ganz unten. Hat jetzt hier nicht mehr drauf gepasst. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einen Override erstellt, einmal Mod Login, einmal Mod Breadcrumbs. Das kann man ja jetzt mittlerweile super easy im Backend machen.
bin da rein in die Datei und habe gesehen, hey, hier wird das Bootstrap-Framework ja geladen. Das kommentiere ich aus. Ich habe die ja schon selber, ich will die ja selber reinbringen, die Dateien. Aber über das Framework werden die hier geladen, also auskommentieren. Das Gleiche habe ich dann auch bei der Suche gemacht, nur dass es nicht da das Bootstrap-Framework ist, sondern jQuery. Und das habe ich auch rausgeholt. Also das war jetzt einfach, das ist ja einfach, ne? So zwei Schrägstriche, das schafft jeder. Nur der Clou ist, wie komme ich da hin? Ich muss ja erstmal gucken, was wird hier für Komponenten genutzt? Ich muss einen Override erstellen. Das sagt mir ja auch nicht jeder, dass das so machbar ist. Und da gilt es eben, sich zurückzusetzen, erstmal das Problem zu lösen und dann zu beheben. Dann bin ich in die Index.php gegangen vom Protostar und habe gesehen, dass hier die Template.js geladen wird, also vom Protostar selber. Hab das auskommentiert, hab das Bootstrap-Framework auskommentiert, seht ihr hier ganz schön. Und dann habe ich die Snippets genommen, um eben alle JavaScript-Dateien rauszunehmen. Ich bin dann immer, parallel habe ich natürlich gearbeitet, ich bin dann immer wieder in den Quelltext gegangen, habe F5 gedrückt, ist das auch wirklich passiert, was ich da gemacht habe? Und dann sind einer nach dem anderen alle weg. Okay, dann muss ich natürlich meine App.js reinbringen und das kriege ich nur hardcodiert hin. Vor dem schließenden Bodytag muss ich eben HTML-technisch mein Skript laden. Gut, in der Index.php ist noch was passiert. Ich habe die CSS-Datei rausgenommen, war ja nur eine, und habe dann über das Ganze, also auf der Joomla-Art und Weise, eben noch geladen. Mein Style-CSS aus meinem Bildordner. Okay, das war's eigentlich. Dann habe ich die Mini.js ausgeführt im Terminal, habe meine Mini-CSS ausgeführt im Terminal, alles, was ich eben angelegt habe, und habe es dann verglichen. Habe ich gemeint, was ist denn jetzt da hier rausgekommen? Da gibt es einen schönen Dienst von Pingdom, Website Speed Test, habe vorher mal geguckt. Ich habe hier 12 Requests, 355 Kilobyte ist die Seite groß, ziemlich schnell geladen, super Sache. Und hinterher sieht es so aus, dass ich nur noch 6 Requests habe und hier nur noch 322, also knapp 10% habe ich eingespart. Klingt jetzt nicht sonderlich viel, aber ihr müsst euch immer vor Augen halten, ich habe hier nur ein einfaches Template genommen, ohne irgendwelche Erweiterungen. Und das sah ja auch schon sehr sauber aus, das Protostar ist ja auch gut aufgesetzt. Ihr nutzt aber meistens Joomla mit Erweiterung und dann habt ihr da wirklich eine Vielzahl von CSS-Dateien. Und je mehr Dateien ihr da findet, desto mehr werdet ihr den Effekt spüren, was die Ladezeit und die Requests angeht, wenn ihr dann eben die Tests durchführt. Den ganzen Test habe ich dann auch nochmal mit Webpage-Test mir bestätigen lassen. Ja, das sieht gut aus. Dann gibt es noch was von GT-Matrix. Ich finde ja diesen Y-Slow-Wert immer toll. So, die Note, ne? B ist schon nicht schlecht, Protostar von Anfang an. Und mit dieser Performance habe ich sogar die Note A bekommen. Also, super Schüler, gut gemacht. Ne, also ihr merkt, da ist Potenzial und das ist in jedem Template so. Der heilige Gral, die 4 Dateien, die ich eben angesprochen habe und hier aufgesetzt habe mal als praktischen Vortrag, die findet ihr unter GitHub, unter Blockerschmidt. Ja, werde ich nachher auch tweeten. Also wer mir folgt, der kann dann einfach da hingehen. Danke fürs Zuhören. Ähnliches zumindest, was das Minifieren von JavaScript und CSS angeht, und funktioniert. Mich würde es interessieren, hat einer eine Ahnung, welches schneller läuft? Also hier ist die Frage, ob die CodeKit-Minimierung besser ist als die GALB-Minimierung. Schneller in deinem Prozess. Das kann ja so sein. Ist ja auch, ist okay. Ich weiß es auch nicht. Okay. Ich kenne CodeKit nicht. Ja. Ich codiere ja nur unter Linux. Okay. Ja. Also man kann das mit CodeKit schlecht machen und man kann das mit GALB schlecht machen. Also vom Kombinieren ist also beim Kombinieren in dem Prozess ist das ganz einfach. Du kannst ja noch mit Watcher in GALB reinspringen, sodass wenn du irgendwas speicherst, dass er automatisch die Datei
Ja. Ja, genau. Okay, ansonsten, ich bin heute den ganzen Tag hier, sprecht mich an und ja. Mal eine Frage, okay. Wenn du im Body dein JavaScript einsetzt, das machst du wahrscheinlich dann nur für Kundenprojekte, wo du die ganzen Zugriffe hast, also keine Dritterweiterung, weil der Kunde jetzt einmal eine Dritterweiterung hast, du musst da oben im Head immer noch diesen G.Head laden, wo der ganze Header gerade gerendert wird, wo die JavaScript-Dateien sind. Ja, ja. Wenn du jetzt unten zum Beispiel deine JavaScript-Bibliothek, die Query oder sowas lädst und oben braucht irgendein Skript das. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn du was im Head zwingend brauchst. Ja. Die musst du ja sowieso landen, der ganze Titel und sowas. Also das heißt, alles, was du in dem Document drin hast, der rendert dir dann ja auch JavaScript oben rein. Ne? Genau, deshalb hole ich das ja raus, durch Overrides und den Ansatz. Und versuche die aus dem Head zu laden. Der JDoc Include Head, das bleibt ja drin, die brauche ich ja. Du musst immer per Hand dann in der Template nochmal kurz rein und das ansetzen. Ja, 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 genau. Das ist. Das ist praktische Anmerkung, wie ihr irgendwie oben einen Slider habt oder sowas, dann könnt ihr das eh rauchen. Wenn die meisten Slider, oder zumindest einige Slider, die ich getestet habe, brauchen oben JavaScript 20. Nee, sobald du es unten machst und du machst ja auch on ready, also du lädst ja erstmal das ganze Dokument, deswegen ist es ja auch schlau, das hinter dem Body zu machen, weil dann kommt die Seite alles nicht geladen. Es sollte eigentlich schon funktionieren. Okay. Weil das Skript darauf wartet. Oder falls es mal nicht läuft, dann gucken wir, ob ihr so ein spezielles Slider-Komponenten einsetzt. Ja. Aber ich habe mich auch schon gefragt, wie man das am besten macht. Also man könnte ja sonst das GFactory reinladen in einen speziellen Array, oben das alles raussetzen und unten nochmal alles mit PHP. Naja, so kannst du es sagen. Klar, klar. Ja. Nee, die Ansätze waren ja alle schon mal da. Ja, so, also. Ja, das haben wir alle schon mal probiert. Nee, aber so mit Gulp kommt man da eigentlich sehr sexy zu diesem Ziel. Und wenn man Gulp einmal installiert hat, dann kriegt man auch, also gulpjs.com, das findet ihr dann Plugins und dann könnt ihr einen Watcher aufsetzen, der diese Task automatisch ausführt, sobald eine Datei geändert wurde. Ja, also das ist dann kriegst du den richtigen Template-Automat und das macht dann schon echt Laune. Das Schöne ist, also das sollte man sich angucken, wenn man schon diesen Browser-Watcher drin hat, der lädt die Seite automatisch. Das heißt, man braucht mal einen Editor-Fenster, wo man das CSS bearbeitet oder so nicht mehr verlassen, sondern wenn man zwei Monitoren oder sowas arbeitet, dann ja. Seine Seiten haben und die aktualisiert sich dann automatisch. Ja, mit Live Reload, ne? Plugin. Live Reload. Jut. Und wer das ganz gerne in PHP machen möchte, der kommt dann morgen zu meinem Vortrag. Der gibt nämlich den Taskmanager nur für PHP. Hey, also. Sexy. Empfehlung.